Ah, oh, die Shisha auf ihren Namen, der König will Dampf. Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Heute mal wieder nur zu zweit, direkt nach der Messe. Unser erstes Video, unser erster Sonntag. Und was haben wir natürlich hier auf dem Tisch zu stehen? Tabak von der Messe. Was soll's anderes sein? Ja, aber so fern ist der gar nicht für uns, weil es ist ein 24/7-Tabak. Vielleicht habt ihr noch nicht allzu viel davon gehört, denn es ist ein ganz neuer Hersteller aus Berlin. Ja, wir kennen sogar so ein paar Leute, die damit involviert waren. Unter anderem auch unser Layal Shisha Shop aus Spandau. Ja, und wir haben mal die erste Produktion hier, haben die auf der Messe mitgenommen, beziehungsweise zur Verfügung gestellt gekriegt, muss man ja sagen. Genau. Die Dose haben wir uns tatsächlich nicht selbst gekauft. Die haben wir uns einfach heimlich in die Tüte gepackt. Lieben Dank nochmal dafür. Ja, auf jeden Fall. Super, super nett und wie ich finde, auch eine der geilsten Sorten, die sie gerade auf dem Markt haben. Na, auf jeden Fall eine der ausgefallensten Sorten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das stimmt. Und zwar ist der Pistazilotti. Ich blende euch mal ein Bild ein. So sieht er aus. Wenn ihr den kauft, bezahlt ihr für 200 Gramm 16,90 Euro. Also auch ein bisschen höhere Preisklasse, aber auf jeden Fall noch in Ordnung. Wie gesagt, für einen 187er hauen wir auch immer 17 Euro raus. Also gar kein Problem. Finde ich nicht zu teuer. Liegt im Rahmen. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt mit dem Schnitt anfangen. Ja, gucken wir doch mal rein. Weil ich möchte den gerne noch rauchen. Na gut, dann gönn dir noch zu. Ja, also ihr seht, in der Packung habt ihr, ja, wie bei den meisten Herstellern, noch so eine kleine Plastiktüte, wo der Tabak drin liegt. Ich zeig euch einfach mal den Schnitt. Ja. Also es ist ein etwas gröberer Schnitt. Da sind schon größere Sachen mit dabei. Aber alles in allem kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Also für einen Tonkopfbau auf jeden Fall optimal. Ja, und wenn es zu groß ist, der geht halt nochmal kurz mit der Schere ran. Aber ich denke, das passt schon. Und auch von der Molasse sieht es echt gut aus. Hier ist keine überschüssige Molasse. Die ist wunderbar eingezogen. Schön feuchter Tabak, nicht zu trocken. Also da schon mal alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, das finde ich auch. Für die Zukunft vielleicht, für unseren Geschmack ein bisschen feiner schnibbeln. Dann wäre das Ding wirklich top. Aber wie gesagt, so ist er auch super. Genau. Lässt sich halt auch schön in dieser Dose aufbewahren. Die Dose haben wir gerade schon festgestellt, die erinnert uns doch so ein bisschen an einen anderen Hersteller, der sehr, sehr günstigen Tabak auf dem Markt hat. 13,50 Euro war da, glaube ich, die Dose. Der war ja vom Geschmack nicht so unser Favorite. Mm. Gucken wir mal, wie das bei dem ist. Aber vorher kommen wir natürlich zum Geruch. Oh ja, sehr, sehr gerne. Denn ich muss euch sagen, geruchlich ist das schon mal ziemlich geil, was hier riecht. Der Name Pistazilotti wird euch vielleicht schon auf die richtige Fährte locken. Es handelt sich hier um einen Pistazientabak mit Cookies, Vanille und einer Eismentholnote. Vorstechend sofort, ihr macht die Dose auf. Wenn es aufgeschnitten ist schon, ich glaube sogar wenn es nicht aufgeschnitten ist, hat es schon gerochen. Es riecht brutal nach Pistazie. Und zwar sehr, sehr lecker, wie ich finde. Ja. So eine richtig schöne Schoko-Nuss-Note. Ja, es ist so eine richtig schön nussige Note. Begleitet von so einem, ja, von so einem Cookies-Vanille-Geruch. Also irgendwie so eine teigige Note mit dabei. Menthol selbst oder Eis rieche ich so gut wie gar nicht. Also wenn man es weiß vielleicht, der riecht leicht frisch. Ja, vorrangig eigentlich wirklich nur Pistazie-Vanille. Das schießt so auf jeden Fall hervor. Mhm. Was komisch ist, weil diese Mentholnote ist eigentlich ja so dieses Alleinstellungsmerkmal, will ich mal nennen. Mhm. Also wir hatten jetzt schon, ich glaube, zwei andere Pistazien-Tabake. Einmal von Start Now und einmal von irgendeinem anderen Hersteller noch. Ich habe noch einen von Cervetli, aber den finde ich nicht lecker. Ich sage mal sogar drei, bei dem meine ich glaube ich gar nicht. Und ja, bei keinem war auf jeden Fall in irgendeiner Form Menthol oder Minze mit dabei. Mhm. Ja, ist die Frage, ob der am Geschmack auch so durchkommt. Sagen wir, ziehen nochmal. Schwach auf der Nummer heute.
Aber auf jeden Fall reicht es aus, um euch zu sagen, dass sowohl im Geruch als auch im Geschmack nicht so viel von der Mentholnote durchkommt. Im Geschmack deutlich mehr als im Geruch. Mhm, definitiv. Aber überhaupt gar kein Vereisen vom Hals oder so. Nee. Und es ist auch nicht schwer zu ziehen. Also es lässt sich ganz leicht ziehen. Also vom Schädel des Rauchs her. Und drückt nicht, kratzt nicht. Also ist ein sehr angenehmer Rauch, muss ich sagen. Hatte ich ein bisschen Angst davor, als ich zuerst Eismenthol wieder gelesen habe. Ja, und das auch kombiniert mit sowas Süßem wie Pistazie. Oder hier Cookies, Cream Vanille. Aber es ist tatsächlich eine ganz interessante Mischung. Also ihr merkt, so ein bisschen beim Ziehen, finde ich, gerade beim Einatmen, die Mentholnote, die geht, naja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen in Richtung, als würde der Tabak zu viel Hitze haben. Mhm. Ja, beim Ausatmen merkt man, wie sich so eine leichte, ja, wirklich Minze auf der Zunge ablegt. Ja, ist eine interessante Kombination auf jeden Fall. Ich finde die Pistaziennote super lecker, gemischt mit diesem Cookies Vanille. Ja, ob es ist, ich so ein Freund von der Mentholnote bin, weiß ich allerdings noch nicht so richtig. Also, ich glaube, mir würde der noch einen Tick besser schmecken, wenn einfach diese Mentholnote fehlen würde. Weil es ist eben so ein süßlicher Tabak, da brauche ich nicht unbedingt Frische drin. Weil da bin ich drauf eingestellt, der wird süß. Und nicht frisch. Ja, aber genauso sehe ich das auch. Also diese Grundnote, dieses Pistazie-Vanille-Aroma ist der Hammer. Also Cookies würde ich jetzt auch nicht direkt vielleicht als Cookies rausschmecken. Kommt vielleicht auch von dieser Nussnote von der Pistazie. Aber Pistazie-Vanille, ultra lecker. Ja. Wirklich sehr, sehr geil. Vollmundig, super getroffen. Cremig, auch von der Intensität top. Nicht zu stark auf jeden Fall. Mhm. Also das ist auch nicht so für Leute, die vielleicht nicht so unbedingt den krassesten, süßesten Tabak haben wollen. Für dieses auf jeden Fall ziemlich nice, dass der nicht so extrem süß drückend ist, sondern einfach perfekt getroffen. Aber ich muss dir auch zustimmen, ich glaube persönlich, mir würde der Tabak noch einen Tick besser gefallen, als er mir jetzt schon gefällt, wenn kein Menthol drin wäre. Ja. Also ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt Leute, die da voll drauf stehen. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass sie das einfach mal gewagt und probiert haben, da noch so ein bisschen Minze mit reinzumischen, weil es ist eben was Außergewöhnliches, was man so noch gar nicht kennt. Dafür ist es schon mal echt gut gelungen. Von daher ist es eine schicke Alternative, die sich ja sehr, sehr entspannt rauchen lässt. Und rauchen lässt ist auch schon das Stichwort. Ja, ich glaube, ihr seht es im Video, rauchtechnisch kann man da nichts beanstanden. Drückt nicht, kratzt nicht. Top. Da kann man wirklich gar nichts abziehen. Und dann würde ich auch sagen, sind wir mit der Beschreibung wieder durch. Kommen wir zum Fazit. Ja, unser Fazit. Ich denke, für den ersten 24/7, für die erste Produktion vor allen Dingen, die wir hier rauchen, ist der Tabak auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf Cookies, Pistazie, sonst was und süßen Kram steht, die haben auf jeden Fall noch ziemlich viele Sorten im Angebot. Ich glaube, neun andere haben sie. Also 10 insgesamt. Ich wollte gerade sagen, genau, 10 haben sie auf jeden Fall am Start. Da sind die Klassiker dabei, wie Wassermelone, Minze, Zitrone, Minze ist dabei. Ich persönlich habe mir noch selber einen gekauft im Loyal Shop, und zwar den Flutschfinger. Der wird auf jeden Fall nochmal in einem Video kommen, weil der ist auch sehr, sehr lecker. Also alles in allem würde ich sagen, könnt ihr einiges von diesem Tabak erwarten. Wir sind gespannt, ob ihr euch auch mal eine Dose zulegt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das getan habt. Das würde uns interessieren. Und ich glaube, wir sind auch sehr gespannt, wie sich der Hersteller im weiteren Zeitverlauf noch so entwickeln wird. Weil das ist ja immer so eine Sache, erste Produktion. Ihr kennt das von anderen Herstellern. Ja, mal schauen, wie sich der entwickelt. Ja, wir wünschen auf jeden Fall dem Hersteller von 24/7, dass es weiterhin so geilen Tabak von euch gibt. Genau. Dass ihr euch da weiterentwickelt und stetig guten Tabak bringt. Weil das will letztendlich der Konsument. Das wollt ihr, unsere Abonnenten. Und wir wollen es auch. Wir wollen ja guten Tabak hier präsentieren. Keine Frage, ja. Und ich glaube, die Chancen dafür stehen auch gar nicht so schlecht. Weil wie gesagt, wir sind so vom Loyal Shop, die hängen da auch mit drin. Und ja, wissen ja einfach, was sie oft verkaufen, was die Kunden gerne rauchen. Genau. Und da hat man also direktes Feedback irgendwie, wenn da eine Dose 3 Monate im Regal stehen bleibt. Denke ich mal, wird da relativ schnell dran gearbeitet, dass sie dann irgendwie verbessert wird oder irgendwie ersetzt wird. Genau. Ja. Ja, vielleicht noch am Rande erwähnt sei, dass ihr, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, natürlich nicht diesen Tabak missen müsst.
Ihr könnt den jetzt gerade im Bullet Shop Berlin bestellen. Für 16,90 Euro auch. Ja, ganz normal, wie ihr es kennt. Geht da in den Online-Shop. Ich glaube, es sind alle noch erhältlich. Also jegliche Sorten, die sie gerade auf dem Markt haben, sind da erhältlich. Ja. Probiert euch da durch, guckt euch einfach an, was sie haben. Hat mir zudem schon gesagt, gibt auf jeden Fall eine Probierempfehlung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit der, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr zu der Minze sagt. Schreibt es gerne mal rein, wenn ihr den getestet habt, wie ihr das mit der Minze findet. Das würde mich echt mal interessieren. Ist ja auch gar nicht so abwegig. Ich meine, man kennt ja auch After Eight, da hat man auch Schokominze. Mhm. Von daher, wie gesagt, glaube ich, dass es hier wirklich auch seine Anhänger finden wird. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ziemlich viel Gelaber, aber das mussten wir uns jetzt einfach mal von der Seele reden. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht auch eine Dose kauft und uns sagt, wie ihr die findet. Und bis dahin würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt und auch keins verpassen wollt, wenn wir was hochladen. Ja, und da kommt jetzt wirklich einiges von der Messe. Seid gespannt. Mhm. Noch ein paar neue Hersteller mit gutem Tabak. So viel kann man, glaube ich, schon mal verraten. Auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch wie immer guten Rauch, guten Geschmack, einen entspannten Tag, einen entspannten Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Shisha-Team. Haut rein. Ciao.